Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer und ich lebe in Berlin. Und ich möchte mich mal äußern zum Thema Wahlfälschung. Hat der Baumann Wahlfälschung gesagt? Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nur in Weißrussland, klar. Und in so anderen Drittweltstaaten, nicht wahr? Hier in Deutschland wird das ja überwacht und kann ja auch jeder teilnehmen und selbst mit auszählen und aufpassen und gibt kaum Möglichkeiten zum Fälschen, nicht wahr? Oder doch? Also, man wird sich darüber unterhalten müssen, wie man das vermeidet und wie man das kontrolliert und so weiter und so fort. Und die OSZE schickt ja auch immer Wahlbeobachter, ne? Also in den letzten Jahren waren das auch in Deutschland, glaube ich, irgendwie so 60 bis 70. Und die haben dann sichergestellt, dass die Wahlen ordnungsgemäß stattfanden. Und das wird doch auch dieses Jahr wieder so sein, oder? Also mir ist zu Ohren gekommen, dass dieses Jahr nur 4 da sind. Hm? Naja, lassen Sie es 5 oder 6 oder auch 10 sein. Wenn das so viel weniger sind wie in den Jahren zuvor, dann kann das ja nur für ein deutlich erhöhtes Vertrauen in unsere Wahlergebnisse sprechen. Jetzt, wo wir alle schon wissen, dass es so Personen gibt, die bei den Young Global Leaders eine spezielle Schulung erhalten haben, um möglicherweise hier so eine Führungsfigur abgeben zu können. Und man so eine Ahnung davon hat, dass es bestimmten Leuten natürlich sehr gefallen würde, wenn genau diese Menschen Deutschland führen würden. Ja, junge, globale FührersternchenInnen. Ja, natürlich nicht mit Schnauzbart. Wo kommen wir denn da hin? Ja? Und also wir können davon ausgehen, Wahlen in Deutschland sind natürlich fälschungssicher, nicht wahr? Briefwahl, sind die fälschungssicher? Wo könnte man denn da fälschen? Haben die Grünen nicht speziell immer so schön zur Briefwahl aufgerufen? Haben wir dieses Jahr nicht einen besonders hohen Briefwahlanteil? Tja, ich kann da nicht mitreden. Ich kann da nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, damit das alles ordnungsgemäß läuft, brauchen wir viele Beobachter, die natürlich auch ihre Beobachtungen kundtun und zum Beispiel ihre Videos auf YouTube hochladen. Und was erreicht mich gerade gestern? Eine E-Mail von YouTube, die davor warnt, irgendetwas zu schreiben, was sich auf Wahlfälschung bezieht. Ne? Hinweise zur YouTube-Richtlinie. Zu viel Informationen über die Bundestagswahl. Ja, sowas gibt es. Hallo, Rüber 123. Zur Richtlinie von YouTube, die sich mit Fehlinformationen über Wahlen befasst, geben wir ergänzend einige aktuelle Hinweise. Wir werden unsere Richtlinie zur Rechtmäßigkeit von Wahlen und Wahlergebnissen auf Fehlinformationen zum Ausgang der Bundestagswahl anwenden, sobald die endgültigen Ergebnisse vom Bundeswahlleiter bestätigt wurden. Ja. Wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der Richtlinie zur Rechtmäßigkeit von Wahlen und Wahlergebnissen. Jetzt geht's los. Inhalte, in denen fälschlich behauptet wird, dass der Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland durch weit verbreitete Betrugsfälle, Fehler oder Pannen beeinflusst worden sei, werden von YouTube entfernt. Dies gilt für Fehlinformationen zum Ausgang der Bundestagswahl, zur Bildung der neuen Regierung oder zur Wahl und Ernennung des nächsten Bundeskanzlers. YouTube-Videos, die auf Inhalte mit Fehlinformationen zum Wahlausgang außerhalb von YouTube verweisen, zum Beispiel auf einer externen Videoplattform, werden ebenfalls entfernt. Diese Richtlinie gilt nur für Videos, die am oder nach dem Tag, an dem der Bundeswahlleiter das endgültige Ergebnis bestätigt hat, auf YouTube hochgeladen werden.
damit Creator, also die Leute, die Videos hochladen, sich auf die Änderung vorbereiten können, werden Videos, die gegen diese Richtlinie verstoßen, im Zeitraum von 30 Tagen nach dem Tag, an dem die Ergebnisse bestätigt werden, zwar entfernt, aber der dazugehörige Kanal enthält hierfür keine Verwarnung. Also Videos, die auf Wahlfälschungen hinweisen oder auf Unregelmäßigkeiten, werden einfach nur entfernt. Der Kanal bleibt bestehen. Ne? Weitere Hinweise, die die Richtlinie zu Fehlinformationen über Wahlen betreffen, findest du zusammengefasst in diesem Artikel in der YouTube-Hilfe. Okay, sowas gibt's auch. Auch wir machen manchmal Fehler. Wenn du glaubst, dass deine Inhalte nicht gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen und somit fälschlich entfernt wurden oder du irrtümlicherweise eine Verwarnung erhalten hast, kannst du Beschwerde einlegen. Die Anleitung dazu findest du hier. Viele Grüße, dein YouTube, das YouTube-Team. Die Community-Richtlinien, liebes YouTube-Team, sollten meiner Ansicht nach, ja, das ist jetzt auch nur eine Meinungsäußerung, die ist in Deutschland ja gestattet, ne? Ja, ist in Deutschland gestattet. Diese Community-Richtlinien sollten tatsächlich mal abgeprüft werden auf ihre Gültigkeit, weil wenn sie gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen, nämlich gegen die Meinungsfreiheit in Deutschland, dann denke ich, sind diese Community-Richtlinien nicht anzuwenden. Ungültig. Und sowas solltet ihr auch in Zukunft nicht machen. Also die Meinungsfreiheit ist tatsächlich eines unserer höchsten Güter, die wir in Deutschland haben und die es zu verteidigen gilt. Und YouTube ist nicht das Wahrheitsministerium und auch andere Leute nicht, die da herumsitzen und dann meinen, sie wüssten alles. Und wir kriegen tatsächlich nur Wahrheit und Gerechtigkeit und Freiheit und all diese schönen Dinge, wenn wir darauf achten, dass wir Unregelmäßigkeiten auch benennen und prüfen dürfen. Ansonsten sind wir einfach in einer Gesellschaft gelandet, die ich nicht mehr als demokratisch bezeichnen würde. Und diese Mail, die ich hier gestern von YouTube erhalten habe, ist nicht demokratisch. In ihren Grundzügen nicht demokratisch.